Darsteller genervt, Tom verursacht Hubschrauberlärm. Nimmt sich Tom Cruise, 60, zu viel raus? Aktuell dreht der Schauspieler einen weiteren Teil von Mission Impossible. Die nächste Geschichte der Agentenfilmreihe soll in zwei Filmen erzählt werden. Regie führt Christopher McQuarrie, der zum Beispiel auch bei Jack Reacher als Regisseur arbeitete. Doch jetzt bekam Tom während der Dreharbeiten zu Mission Impossible mächtig Kritik, der Eisweitschab-Darsteller soll sogar keine Rücksicht auf seine Kollegen nehmen. Der Grund: Mission Impossible wird Evening Standard zufolge am selben Ort gedreht wie die Serie Call Me Twiffle. Der Hollywood-Star soll bereits mehrfach die Dreharbeiten zur 12. Staffel unterbrochen haben. Indem er mit seinem privaten Hubschrauber am Drehort gelandet sei, erklärte die Schauspielerin Jenny Agutta. Bei der Landung habe er so viel Lärm verursacht, dass die Szenen neu gedreht werden mussten. Entschuldige bitte, Tom, aber wir versuchen hier zu drehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber flieg deinen Hubschrauber so schnell es geht hier weg, würde Jenny dem 60-Jährigen gerne sagen. Mission Impossible, Dead Reckoning Teil 1 soll nächstes Jahr im Juli in die deutschen Kinos kommen. Der Start von Mission Impossible, Dead Reckoning Teil 2 wurde auf den 28. Juni 2024 verschoben.